Nun hören wir heute Morgen auf das Zeugnis des Wortes Gottes im 32. Psalm. Psalm 32, und ich lese alle 11 Verse. Wobei wir dann auch noch Psalm 33 und 34 mit einbeziehen, denn es ist immer wieder gut, auch auf die Reihenfolge der Psalmen zu achten. Die sind nicht einfach willkürlich nebeneinander gestellt, sondern auch darin verfolgt Gott ein Ziel. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist. Denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Psalm 32, Vers 5. Da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Um deswillen werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an dieselben gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, denen man Zaum und Gebiss muss ins Maul legen, wenn sie nicht zu dir wollen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und rühmet alle ihr Frommen. Und nun, geliebter Herr, mach dein Wort in uns lebendig. Zünde an dein Feuer, Herr. Du hast selber gesagt, was wünschest du mehr, als dass es schon brennte? O Herr, so geht's uns auch. Wir wünschten, dass in uns allen dieses Feuer deines Wortes brennt. Zu deiner Ehre und zur Rettung von Seelen. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, unser Thema heißt ja Leiden ein Segen zur Vollendung. Nun gibt es verschiedene Arten von Leiden und Gott verfolgt im Leiden auch verschiedene Ziele. Eines der Ziele ist, dass Gott Leiden kommen lässt, um uns in die Buße zu führen. Und das beobachte ich, weil ich ja in meinem Dienst als Seelsorger, auch am Telefon und im persönlichen Gespräch mit vielen Menschen, beobachte ich das immer und auch durch alles, was mir zugetragen wird und erzählt und berichtet, wie das ein Anliegen unseres Gottes ist, den Menschen durch Leiden zur Umkehr zu führen. Deshalb lässt Gott heute vieles zu. Das sage ich auch an den Bibelwochen immer wieder. Ich staune und manchmal zittere ich und bin erschrocken, was Gott alles passieren lässt, nur mit dem Ziel, den Menschen zu retten. Und ihn durch diese Buße und Umkehr und Wiedergeburt in Jesus und im Heiligen Geist glückselig zu machen. Und diejenigen, die schon immer wieder zu unseren Bibelwochen kommen, die wissen, dass ich mit Freuden verkündige, dass unser Gott glückselig macht. Und ich bin so dankbar, dass es in der Bibel so oft heißt von glückselig, glückselig. Und bitte denke daran, dass die erste Rede im Neuen Testament von Jesus mit glückselig beginnt. Matthäus Kapitel 5, das ist die erste lange Rede, 3 Kapitel, 111 Verse, und 111 bedeutet Gedächtnis, damit es keiner vergisst. Diese erste Rede Jesu beginnt mit glückselig. Und wir wissen, nur er kann glückselig machen. Aber die Frage ist,
bin ich bereit. Und wir wollen uns auch heute Morgen auf die Gefahr aufmerksam machen, dass in unserer Generation die Menschen mancherlei Gerichte erleben, das ist so, sie verunglücken, sie bekommen Krebs, AIDS oder plötzlich ein Todesfall in der Familie, plötzlich verlieren sie die Arbeit, plötzlich verlieren sie ihren Reichtum und so weiter. Es gibt verschiedene Dinge, wo Gott mit den Menschen ins Gericht geht, aber nicht um des Gerichtes willen, sondern um sie zur Buße zu führen und über der Buße sie glückselig zu machen. Denn Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, er hat auch keinen Gefallen, die Menschen zu plagen. Da hat Gott kein Interesse daran. Und ich möchte heute Morgen wieder sagen, hast du je überlegt, warum Gott Menschen geschaffen hat? Hast du dir das überlegt? Du bist ein Mensch. Und wenn du ein Mensch bist, solltest du dir über diese Dinge Gedanken machen. Nicht einfach in den Tag hineinleben. Warum bin ich denn da? Nun, Gott hat uns geschaffen, um uns an seiner Herrlichkeit teilhaftig werden zu lassen. Gott ist ein Gott, dessen Herrlichkeit so immens ist, dass niemand in der Lage wäre, das mit Worten oder Zahlen zu fassen. Es geht nicht. Gottes Herrlichkeit ist unendlich. Und an dieser unendlichen Herrlichkeit will er dich und mich durch Jesus teilhaben lassen. Oh, ist das nicht wunderbar? Und dazu müssen ihm sogar Leiden dienen, um dieses Ziel erreichen zu können. Also das, was aufgrund der Sünde, denn Leiden gehen ja auf Sünde zurück, das, was aufgrund der Sünde gekommen ist, als Frucht der Sünde, hat Gott in seiner Weisheit, in seiner Liebe auch sich zu eigen gemacht, um jetzt durch Leiden seine Herrlichkeitsziele zu erreichen. Aber immer natürlich vorausgesetzt, dass ich ihm und seinem Wort Gehör schenke. Und darum beginnt jetzt dieser 32. Psalm mit einer doppelten Glückseligkeit. Es heißt ja bei Luther wohl dem, im Grundtext heißt es glückselig derjenige, dem die Übertretungen vergeben sind. Also Glückseligkeit beginnt nach diesem Wort durch die Vergebung der Sünden. Hier wird ein Mensch glücklich. Und bitte vergiss nicht, die ganze Psalmensammlung, es sind ja 5 Bücher, die wir lieben. Also ich liebe die 150 Psalmen. Und es vergeht wohl kein Tag in meinem Leben, wo ich nicht mich mit den Worten der Psalmen beschäftige, wo ich sie zu mir nehme. Und vergiss nicht, diese 150 Psalmen beginnen mit einer Seligpreisung. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Glückselig der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern hat Lust an was? Gesetz. Am Gesetz des Herrn, neutestamentlich gesprochen, an der Bibel, an den 66 Büchern dieses Buches. Das ist ein glückseliger Mensch. Und wie schön, dass eben diese Sammlung der Psalmen damit beginnt. Du merkst also von allem Anfang an, was will Gott mit diesen 150 Psalmen glücklich machen? Ach, ist das schön. Mein Gott ist darauf aus, dass ein Mensch in Jesus glücklich ist. Und dieses Glück kann die Welt nicht geben. Zwar im Zeitalter des Wohlstandes, wo wir heute leben, wird viel Zucker verteilt. Und Süßigkeit. Ja, ja, in Form von den verschiedensten Sünden, die angeboten werden. Es ist alles Verlockung. Aber das Schlimme ist, wenn ich es konsumiere, gebiert es in mir den Tod. Sünde hat immer Tod zur Folge. Und darum ist auch unsere heutige Gesellschaft inmitten des Wohlstandes, den wir ja noch so haben dürfen,
eine Gesellschaft des Todes. Unsere Wohlstandsgesellschaft hat sich zu Tode konsumiert. Denn alles, was ohne Danksagung genossen wird, bitte merkt dir das, verwandelt sich in Fluch. Immer. Wer nur konsumiert und den Schöpfer nicht ehrt, wird krank. Das ist so. Er hat das Beste, aber das Beste macht ihn krank. Und das sehen wir so gut an unserem Volk, denn es ist heute, und das betone ich auch immer wieder, wie ein Erschlagener, der am Boden liegt und aus allen Wunden blutet. Das ist unser deutsches Volk. Es liegt da wie einer, der gerade noch die letzten Sekunden hat vor dem Tod. Das ist unser Volk. So sieht es aus. Man möchte das heute Morgen in diesem schönen Haus und in dieser Gemeinschaft gar nicht denken, nicht? Das bin ich mir bewusst. Weil wir noch das tägliche Brot haben, aber nimm mal all das von unserem Volk. Dann kommt erst raus, was drin ist, wie es aussieht. Deshalb noch einmal, willst du glücklich sein? Es beginnt mit der Vergebung deiner Sünde. Nimm die Sünde weg und die Welt ist heil. Lass die Sünde kommen und sie macht kaputt. Ach, ich erinnere mich an die Frau, der wir einmal begegnet sind, meine Frau und ich. Wir waren in den Schweizer Bergen unterwegs, in den Ferien. Und da waren wir oben mit einer Sesselbahn hochgefahren. Da begegneten wir einer Frau. Sie war keine Christin. Aber sie sagte uns eine Wahrheit, eine ältere Frau. Sie hatte gewiss manche Weisheit. Dann sagte sie, wissen Sie, um eine Nation aufzubauen, braucht es 3 bis 4 Generationen. Um eine Nation kaputt zu machen, braucht es nur eine Generation. Sobald die Generation die Sünde gewählt hat, geht's so runter. Sie hatte recht. Und das tut weh. Sag mal, trägst du in dir auch diesen Schmerz immer mit? Oder ist dir deine Nation egal? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du dein Land liebst, nicht um eines Patriotismus willen, sondern weil es Menschen sind, wie du auch. Und weil Gott unsere Nation in der Vergangenheit so gesegnet hatte und heute alles zerrissen wird. Das muss Schmerzen auslösen, Tränen hervorbringen. Fürbitte für ein sterbendes Land. Und wieder zurück. Glückselig der, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Missetat nicht zurechnet, in des Geist kein Falsch ist. Darf ich heute Morgen jeden fragen, der da ist, hast du Vergebung deiner Sünde? Bitte jetzt weiche vor dir selbst nicht aus, sondern sei ganz ehrlich. Sei ehrlich vor dir, sind dir deine Sünden vergeben? Hast du Gewissheit, sie werden dich in Ewigkeit nicht mehr anklagen? Gell, du nimmst es mir nicht übel, dass ich so direkt frage und immer wieder direkt frage, weil ich befürchte, die Bibelwochen sind nur, ja, einfach Predigtwochen, wo man nachher vielleicht sagt, es hat mir gefallen oder es hat mir nicht gefallen, aber wo nicht wirklich der Geist Gottes wirken konnte, das befürchte ich. Und das wäre mir sehr schmerzlich, denn dann hat sich der ganze Einsatz ja nicht gelohnt, obwohl ich meinem Gott und seinem Wort vertrauen will. Aber hast du Vergebung deiner Sünden? Denn in dem Moment, wo die Last deiner Sünde weggenommen ist, da spürst du, wie gut der Heilige ist. Und das Ergebnis kann sein, jetzt möchtest du alle Menschen in den Arm nehmen und sagen, du, hast du das auch schon? Ich hab's bekommen. Guck, nimm's doch auch. Es ist auch für dich da. Er will vergeben. Warum hältst du es zurück? Wir wollen ehrlich sein. Warum halten wir an der Sünde fest? Wegen dem Stolz. Und nun wird uns hier auch gezeigt, Sünde macht falsch. Hast du das bemerkt?
Im zweiten Vers heißt es ganz deutlich, in des Geist kein Falsch ist. Durch Vergebung der Sünden kommt diese Falschheit, diese Verkehrtheit aus unserem Herzen. Denn der natürliche Mensch ist verkehrt. Er ist falsch. Sünde verkorkst den Geist des Menschen und sein Herz, macht es kaputt. Raffiniert, diplomatisch, so wird er durch die Sünde. Und Vergebung lässt den Menschengeist zur Ruhe kommen. Zur Ruhe in Gott, zur Ruhe in Jesus. Und wenn er auch umgeben ist von tausend Sünden, der Geist Gottes zeigt ihm sofort, halt, das ist nicht von mir. Halt, das ist verkehrt. Halt, das ist lieblos. Und da kann es sein, du sprichst die Wahrheit, aber der Geist Gottes sagt dir dennoch, du bist verkehrt. Warum? Weil du die Wahrheit in einer Weise anwendest, wie sie der Heilige Geist nicht angewandt hätte. Das war das Problem Hiobs mit seinem Freund. Die haben viel Wahrheit gesagt, aber nicht nach dem Geist Gottes. Deshalb muss er nachher für sie opfern. Und jetzt das Bekenntnis, Vers 3 und 4, denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen, denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Was bekennt hier David? Sünde macht krank, Sünde führt ins Leiden. Das wird uns hier gesagt. Und Gott möchte, dass Leiden verwandelt wird in Segen. Segen auf das Ziel zu, Segen zur Herrlichkeit, Segen zur Glückseligkeit. Du hast vielleicht auch schon gedacht, ja, warum will denn Gott meine Sünden wissen? Sind doch schließlich alle Sünder. Warum lässt er mich denn nicht in Ruhe mit meinen Sünden? Und ohnehin, er ist Gott, er weiß doch sowieso alles. Warum will er sie denn wissen? Du, das ist sehr einfach. Er will wissen, ob du, der du gesündigt hast, erkannt hast, dass das verkehrt war vor ihm. Und ob du bereit bist, zu dieser Verkehrtheit deines Herzens, nicht das des Nachbarn, sondern deines Herzens vor ihm zu stehen. Das will er wissen. Schließlich bist du ein Mensch. Du bist keine Maus, du bist keine Kuh, du bist ein Mensch. Und ein Mensch kann zu seiner Sünde stehen. Und wenn ich nicht zu meiner Sünde stehe, bleibe ich in der Verkehrtheit meines Herzens. So. Und dann musst du auch weiterhin leiden. Das geht immer Hand in Hand. Aber Gott ruft uns zu, lass ab von diesem Weg. Komm doch mit der Sünde, ich will doch vergeben. Und es ist so etwas Schönes, dass ich einen Heiland habe, der mir keine Moralpredigt hält. Tut Jesus nie. Hat er nie gemacht. Denk mal, wie er mit der Samariterin umgegangen ist am Jakobsbrunnen. Das ist ja die Liebe in Person. Er hat nicht den Holzhammer genommen. Nein, er hat sie durch das lebendige Wasser, das sie ihr angeboten hat, hat er sie hingeführt zur Sündenecke. Und das so schön. Die Frau hat sofort angenommen, wurde sofort zur Missionarin, ging in den Ort und die Leute kamen heraus und ach, wie viele haben sich bekehrt. Ja, warum denn? Ja, weil sie überführt war von ihren Sünden und sie hat ja gesagt. Sie hat gesagt, du hast recht. Hab schon so viele Männer gehabt. Aber bin ich glücklich geworden. Ich möchte es auch immer wieder sagen, dass wir ja nicht glauben, dass ein Mensch uns glücklich machen kann. Kein Mann, keine Frau, auch keine Kinder. Nein, nein, Glückseligkeit kommt von Gott. Und ich möchte jungen Menschen immer wieder raten, schau dich ja nicht zu schnell nach einem Mann und nach einer Frau. Bitte, bitte nicht. Sorge zuerst dafür, dass du glücklich wirst in Jesus. Denn sonst nachher muss dir Gott Lektionen geben, die sehr wehtun. Und das möchte ich dir gerne ersparen. Ich möchte, dass du vorher glücklich bist. In Jesus. Und dann weiß er schon, wer zu dir passt.
Oh, wie gut, dass wir uns darauf aufmerksam machen dürfen. Aber wir haben verstanden, da ich's wollte verschweigen, solange ich nicht dazu gestanden bin, solange ich meine Fehler nicht ins Licht gebracht habe, formuliert habe, und das bedeutet ja immer, lieber Gott, nicht die Frau ist schuld, mit der ich Ehebruch begangen habe, sondern ich. Dass die Frau da mitgemacht hat, das ist ihre Sache. Aber ich bin schuld in dem Teil, wo ich gesündigt habe. Und das macht das Leben ganz einfach. Nur die Psychologie macht es uns sehr schwer. Die macht es uns unheimlich schwer. Wenn ich denke, was die Psychologen einmal vor Gott, vor seinem Richterstuhl verantworten müssen, Geschwister. Wo sie jeden, der vor ihnen saß, freigesprochen haben, nur die ganze Umgebung für schuldig. Gott macht das anders. Er sagt, du bist schuld, steh dazu, ich will dir vergeben, sollst glücklich werden. Es kostet mich nur meinen Stolz und der ist sowieso nichts wert. Also, darum bekannte ich dir meine Sünden. Ich habe verstanden, lieber Gott, das Gericht kam, weil du mich lieb hast. Das Leiden kam, weil du mich lieb hast. Du willst mir helfen. Und Geschwister, so ist der Mensch geschaffen. Auch das ist eine Repetition aus vergangenen Bibelwochen. Der Mensch ist so geschaffen, dass wenn er leidet, er Gott sucht. Wenn er dann nicht Gott sucht, dann hat er einen schrecklichen Bund eingegangen mit dem Bösen und mit dem Teufel. Denn was passiert denn mit einem Kind, wenn es hingefallen ist? Es läuft zur Mutter. Nicht wahr? Und dann wird geweint und gejammert, man vergräbt sich im Rock oder dem der Schürze der Mutter, nicht wahr, dann weint man sich und ist gut. Ist schon wieder gut. Das möchte der Heiland auch mit dir. Dass du kommst, wenn du leidest, unter deinen Sünden. Er will vergeben. Und verstehe doch, wie das Jesaja so schön sagt am Ende seines Buches, nicht? Dass er uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Und jetzt ist das Ergebnis, die Frucht von solchem Bußetun ist wunderbar. Oh, ist das herrlich. Es heißt, um des Willen werden alle Heiligen zu dir beten zur rechten Zeit. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an dieselben gelangen. Ich möchte es aus der Übersetzung Version 2000 lesen, diesen Vers, wenn es dort heißt, darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Das bedeutet, solange Gott Gnade gibt, und heute ist ein Tag der Gnade, sollst du zu ihm kommen. Du sollst nicht warten, du sollst auch nicht auf morgen verschieben, weil morgen liegt nicht in deiner Hand. Du kannst nicht über morgen verfügen. Du bist ein Mensch, du bist nicht Gott. Und darum, wenn Gott dich heute ruft zur Buße, ist heute ein Tag der Gnade, er will vergeben, nütz die Gnade, die er dir heute gibt, pack sie und sage, Herr, ich bin schuld. Und wenn du das tust, bist du klug. Du bist klug für morgen. Darum werden die großen Wasserfluten nicht an dich gelangen. Nochmal zurück zu dem Beispiel vom Tornado. 2 Stunden bevor er die ganze Farm kaputt gemacht hat, alles blank gefegt hat, wie wenn noch nie was dort gestanden wäre. 2 Stunden davor hat er die Leute weggenommen. Sie waren gerettet. Und das ist hier gemeint. Wer Vergebung seiner Sünden hat, ist vorbereitet für die Entrückung. Der Sturm kommt, der Tornado kommt, aber du bist geborgen. Darum werden wir immer wieder aufgerufen und angehalten, tu Buße, kehr um. Er will vergeben, er will dich vorbereiten für die Zukunft. Und nun kannst du sagen, du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Du merkst, wie dem Mann Glauben erwachsen ist. Mit einem Mal sagt er, Herr, von jetzt ab weiß ich, du bist wie ein Riesenschirm über mir. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn.
meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ha, das ist herrlich. Das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Und das merkst du, das erwächst aus der Vergebung der Sünden. Die Leiden dürfen jetzt hinübergehen in Segen. Und das ist, was er dir schenken will. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Der Herr hat jetzt eine solche Gemeinschaft mit dem, der Buße getan hat, dass er ihn leitet, so wie ein Vater, wenn er ein guter Vater ist und die Kinder gehorsam, das Kind nur anschauen muss. Es ist immer schön, leider hört man das fast nur noch aus vergangenen Zeiten, dass wenn ein Vater zu Hause war und es war nun irgendetwas passiert, dann musste der Vater unter Umständen sein Kind nur anschauen. Nicht böse, aber nur Blickkontakt. Und das Kind wusste schon, wo es durchgeht. Und der Herr möchte auch mit uns ein ganz nahes Verhältnis haben, dass durch das Anschauen zu ihm, es ist was passiert, ich schaue auf. Oh Herr, ja, danke, ich weiß, was ich tun muss. Dass ich ein solch Geleiteter bin. Denn was hat denn dem Menschen das Unheil gebracht? Ja, dass die Gemeinschaft unterbrochen war durch die Sünde. Sünde trennt von Gott. Und dann verlierst du die Orientierung und das will ja der Teufel. Der Teufel kommt immer mit Überfällen, damit man verwirrt wird und jetzt in der Verwirrung irgendwas Dummes redet oder handelt. Das ist die Taktik der Finsternis. Und Paulus macht uns ja in der Waffenrüstung doch in Epheser Kapitel 6 darauf aufmerksam, indem er sagt, um des Willen ergreife den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Der Teufel sucht immer böse Tage. Das heißt Tage, wo er Überfälle plant. Nimm das Leben von Hiob, wir werden dann dieser Tage noch daran kommen. Da kam ein Tag des Überfalls. Und nicht nur einer. Und dahinter steckt den Menschen zu verwirren, dass er jetzt erst recht sündigt. Aber durch Vergebung unserer Sünden werden wir in die heilige Gottesgemeinschaft hineingeführt und nun leitet er uns. Und dann kannst du die anderen ermahnen, weil du hast selber Ermahnung angenommen. Viele wollen ermahnen, aber sie haben selber die Ermahnung noch gar nicht angenommen. Und die sind oft die großen Probleme in den Gemeinden. Die wollen schon alles wissen und dirigieren und behaupten und die anderen tüchtig strafen, nicht wahr? Ja, und wie sieht es bei ihnen aus? Sind sie durchgerichtet? David hat Buße getan, echte Herzensbuße. Und dann konnte er sagen, Satan wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig sind, welche man Zaum und Gebiss muss ins Maul legen, wenn sie nicht zu dir wollen. Mit anderen Worten, wart doch nicht immer, bis der Herr Gericht anwendet, sondern sei doch einer, der geleitet ist, geführt. Denn noch einmal, Gott liebt das Gericht nicht. Nein, nein. Es ist nur, wenn es nicht anders geht, dann wendet er es an, aber zum Heil. Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Und es ist so schön, von der Güte Gottes zu leben. Also ich darf das immer wieder, die Güte Gottes so erleben und erfahren, obwohl ich mich überhaupt nicht für wert und würdig achte, überhaupt nicht. Ich sage nicht, Gott ist gütig, weil ich so und so bin oder gehandelt habe. Das kann ich nicht. Das geht bei mir nicht. Ich sehe nur immer wieder seine Güte und wieder seine Güte und wieder seine Güte. Ja, woher kommt das denn? Weil ich auf ihn vertrauen darf. Und das lerne ich immer mehr,
Vertrauen. Es steht ja hier, zwar mit dem Wort hoffen, aber das ist dasselbe wie Vertrauen. Wer aber auf den Herrn vertraut, den wird die Güte umlagern. Oh, ist das schön. Du spürst, das ist glückseliges Leben, von der Güte Gottes umlagern zu sein. Wo du hinschaust, Güte, 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 wirst gar nicht fertig. Deshalb sage ich manchmal, wenn wir Tag und Nacht danken würden, 24 Stunden danken, das wäre nicht zu viel. Das wäre nur ja ein Antworten auf das, was der Herr beständig uns zufließen lässt. Und jetzt der Aufruf in Vers 11, freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und rühmt alle, ihr Frommen. Warum sagt er denn das? Ja, ihr habt Grund. Ihr habt Grund. Es kann natürlich jemand sagen, Bruder Pfleiderer, warum muss man denn das befehlen, wenn er doch nun schon so viel Gutes empfangen hat? Geschwister, weil wir in einer kaputten Welt leben. Und diese Welt will uns immer nach unten drücken. Und darum muss uns gesagt werden und sogar zur eigenen Seele gesprochen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder dann der Entschluss, ich will den Herrn loben, alle Zeit sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Als wir kürzlich mit unserer Schwester Anna zusammen waren, ich glaube, das vergesse ich mein Leben nicht. Sie kommt aus Rumänien und spricht eben auch deshalb Rumänisch. Und dann sagt sie, im Rumänischen heißt das anders. Da heißt es nicht, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein, sondern sein Lob soll an meinen Lippen kleben. Ist doch ein schönes Bild. Also, das klebt fest. Ich kann gar nicht ohne Loben leben. Das ist immer da. Ach, möchten doch meine Lippen solche sein, an denen das Lob Gottes klebt. Und wenn ich wiedergeboren bin, dann sollte das so sein. Und jetzt bitte verstehe die Folge von Psalm 33 und 34. Er beginnt sofort als Fortsetzung, freut euch des Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihn preisen, danke dem Herrn mit Harfen und Lob, singet ihm auf dem Psalter von 10 Saiten, singet ihm ein neues Lied, macht's gut auf Saitenspiel mit Schall. Ich liebe diesen Psalm, habe ihn auch auswendig gelernt, denn versteht, das ist zum ersten Mal in den Psalmen, dass vom neuen Lied die Rede ist. Und das ist dasselbe Lied, das wir finden in Offenbarung Kapitel 5 vor dem Throne Gottes, bei den Ältesten. Und da darf ich dazugehören aus Gnaden. Denn auch er hat mich zum neuen Lied geführt. Was ist das für ein neues Lied? Nicht eine neue Komposition, nicht eine neue Dichtung, sondern das neue Lied ist das Lied des Evangeliums. Das Lied vom Lamm. Das Lied vom Erbe, das auf die Heiligen wartet. Denn wir hören sehr gut und vielleicht werden wir in unseren Gebetszeiten dann noch darauf kommen, wenn die Zeit reicht, dort in Offenbarung Kapitel 5, denn es heißt ja dann so schön, du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürgt und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut. Gott erkaufte aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Heiden und hast uns unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und wir werden Könige sein auf Erden. Was war der Ausgangspunkt? Vergebung der Sünde. Gott hatte Leiden kommen lassen über David. Aber der Segen der Leiden sollte sein Vergebung. Vergebung, Glückseligkeit, Erbe, Könige, um über die Nationen zu regieren. Wunderbar. Und deshalb verstehe bitte, wenn es jetzt in der Folge heißt, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, Psalm 33, Vers 4, und was er zusagt, das hält er gewiss. Aha, hier sehen wir das Fundament, auf dem sein Glaube ruht. Das ist das Wort. Er ist nicht Gefühlen gefolgt. Immer wieder in den Verkündigungen müssen wir darauf hinweisen, weil das ist bei uns Menschen so, wir warten immer auf ein Gefühl. Und wenn wir kein Gefühl haben, dann glauben wir Gott nicht.
Und das ist so falsch wie nur irgendetwas. Das möchte ich auch sagen, immer wieder uns, die wir hier aufgewachsen sind, aber auch den Geschwistern aus Russland, weil ich weiß, dass sie oft darunter leiden, dass sie sagen, ja, ich bin nicht richtig bekehrt, ich habe nicht das Gefühl. Bitte tu das nicht. Der Glaube ist nie eine Sache des Gefühls, sondern des Vertrauens auf sein Wort. Wenn Gott dir etwas verspricht, dann sagt er nicht, wenn du das fühlst, kannst du das glauben. Sondern er möchte sagen, ich habe dir das gesagt. Und wenn ich dir es gesagt habe, dann gilt das. Und wenn du gleich am Sterben bist. Darum, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das ganze neue Lied, das wir singen im Evangelium, ist gegründet auf sein Wort. Und dieses Wort ist fest. Dieses Wort ist zuverlässig. Dieses Wort ist ein Fels. Da kann die ganze Welt zittern. Der Fels zittert nicht. Der bleibt fest. Darauf kannst du stehen. Da kannst du sichere Tritte tun. Auf dein Gefühl nicht. Heute ist schön, hast du ein schönes Gefühl. Morgen regnet, hast ein schlechtes Gefühl. Übermorgen bist du krank, dann bist du verzweifelt und so weiter. Ja, auf das kann ich doch keinen Glauben bauen. Aber auf sein. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich noch den ganzen 33. und 34. Psalm durchgehen, aber bitte tu das für dich selber. Ich möchte nur noch herausgreifen, wie köstlich Psalm 34 ist. Ja, ich muss noch etwas erwähnen in 33, Vers 21. Dort wird uns gezeigt ein geistliches Geheimnis, in dem der Psalmist sagt, denn unser Herz freut sich. Ich bin immer dankbar, wenn die Psalmisten uns ins Herz schauen lassen. Hier schaue ich dem Psalmisten ins Herz. Was ist also passiert? Ja, das, von dem die Bibel immer wieder spricht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht die Freude an Segnungen. Nicht die Freude an Gaben. Nicht zuerst die Freude an Geschwistern. Nicht die Freude an einem Fest oder am Urlaub, sondern die Freude an seiner Person. Sag mal, kennst du diese Freude? Weißt du, ich bin mir bewusst, dass einfach nebenbei gesagt, dass es manchmal unter Gläubigen nicht klappt, weil diese Freude zu ihm fehlt. Man sucht immer die Freude am anderen und das geht nicht. Das geht nicht. Aber wenn die Freude am Herrn ist, gießt er seine Freude über uns aus. Und dann freuen wir uns untereinander. Aber bitte beachte den Weg. Immer zuerst nach oben und dann von oben nach unten. Und wir suchen meistens nur diese Freude. Und das geht nicht. Gott lässt es nicht gelingen. Darum, denn unser Herz freut sich. Bitte, das ist auch ein Geheimnis für eine gute Ehe. Wisst ihr, warum es oft nicht klappt unter den Eheleuten? Genau aus demselben Grund. Weil nicht er, hast du es gut gehört? Weil nicht er meine Freude ist. Sondern ich suche nur die Freude so, miteinander. Aber nicht zuerst ihn, seine Person. Und bitte lass dir mal zeigen, wie dein Gebetsleben ist. Kennst du in der Anbetung die Freude an deinem Gott? Hat er dein Herz erfüllt mit sich selber? Er will es tun. Und jetzt Vers 34, da heißt es, in Vers 12, nachdem die vorausgehenden Verse ja lauter Verheißungen sind. Kommt her, Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. David selber war davor in allergrößter Gefahr.
Und zwar, als er festgehalten wurde, das steht in 1. Samuel 21, und er damit rechnen musste, dass er ums Leben gebracht wird. Und da kam er in große Not. Und dann hat Gott ihn wunderbar herausgeführt aus dieser Not. Und das Ergebnis war: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer an meinen Lippen kleben. Oder immer da in meinem Munde sein. Und während er jetzt anbetet, sagt er: Kommt her, Kinder, hört mir zu. Willst du ein gutes Leben haben? Willst du gute Tage haben? Dann rate ich dir, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Den Geschwistern, wir müssen es einfach aufrichtig sagen. Wir machen uns das Leben selber schwer, indem wir den Lippen und der Zunge freien Lauf lassen. Wir reden die, das muss nicht unbedingt Lüge sein. Das muss auch nicht Afterreden sein. Aber wir reden nicht im Vertrauen. Das allein schon genügt. Das war das Problem von Israel. Sie kamen nicht ins verheißene Land, weil sie nicht im Vertrauen geredet haben, sondern nur, ach, schon 30 Jahre das Manna, nicht wahr? Haben's ja bis da oben. Immer dasselbe. Das war Schuld. Dieses immer zurückschauen, ach, in Ägypten, nicht an den wunderbaren Knoblauch, den wir dort genossen haben. Ja, ja, das waren die Probleme. Nicht, Herr, wir wissen, du hast etwas Herrliches vor mit uns. Und wir danken dir, obwohl wir noch gar nichts sehen. Und das dürfen wir uns sagen lassen, denn der Herr will herauslösen aus allem, was uns niederdrückt. Aber lasst uns lernen, ihn mit unserer Zunge und mit unseren Lippen zu loben. Ihn unsere ganze Freude sein zu lassen. Und du wirst sehen, wenn du das tust, wie sich dein Alltag verändert. Wie der Herr wirklich deine Probleme löst, von denen du jetzt im Moment sagen musst, ich habe keine Lösung. Ist alles so verworren. Jetzt fang an, ihn zu ehren. Wenn er dir vergeben hat, die Menge deiner Sünden, dann hast du allen Grund, ihm beständig die Ehre zu geben. Sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber du. Und wenn ich mit den Menschen spreche am Telefon, dann mache ich sie immer wieder darauf aufmerksam. Bleib nicht bei deinen Problemen stehen. Und wenn du gleich meinst, es sei jetzt aus, dann sag immer, Herr, ich weiß keinen Weg, aber du. Bleib immer beim Du stehen. Nicht beim Ich, und du wirst tief gesegnet. Amen.